So, ja, guten Abend, Leute, diesmal nicht moin moin. Noch mehr Ärger kann ich Ja, nicht gebrauchen. ich muss immer noch gucken, Du dass musst ich es ja besser einen wissen. Weg weiter nach vorne finde. Und zwar, ja, irgendwie muss ich noch den Drachenboss Hast du bezwingen einiges und eine gehört? Mannschaft noch zusammenstellen und bauen und ja. Okay, wir reisen erstmal nochmal ins Kloster. Habe ich. Nee. Muss erstmal wieder anlegen, die Rune. Es kann ja vielleicht sein, vielleicht, dass irgendwie was noch im Keller ist, was ich jetzt übersehen habe. Glaubst du wirklich? Bin mir aber noch nicht sicher. Wird sich das jemals ändern? Wer erzählt denn sowas? Meinst du, mir geht es besser? Der arme Kerl kann einem leid tun. Oder schauen wir uns einfach nochmal die Kommoden an. Vielleicht habe ich hier irgendwo was übersehen. Ne? Jagd und Beute, ja. Gleiche. Links hatten wir schon mal und der hier. Heilende Kraft. Das andere war, glaube ich, Mana-Essenz. Nö. Ja, eigentlich, die Frage ist ja nicht, wie besiegt jetzt die Dämonen? Die Frage ist, ist da unten noch irgendetwas? So, hier sind ja noch die flatternden Ungetüme. Jetzt habe ich das auch überspeichert schon. Ah, okay. Bleib's diesmal so. Au. Und Kaputski. Ja. War wohl nicht so gut direkt in den Rhein zu laufen. Kann ja den Sprinttrank. Auf geht's. Werde ich so getötet? Einmal nach. Okay. Okay. Laden. So, weiter schauen. Da! Ich brauche den Almanach noch. Der da ist. So. Let's go. Oder, ja. Verstaubtes Buch. Aber das gab direkt einen in die Fresse jetzt. So. Das Töten der Dämonen lasse ich jetzt. Keine Chance. Die mich noch so treffen. Komme ich da schnell hin? Also, es geht ja fast nicht mehr schneller. Okay, und jetzt? Was mache ich jetzt?
Kann ich ja nicht jetzt die Toten vernichten machen oder so? Und er hat nicht genug Mana. Junge, Junge, Junge. Der nimmt das. Warte mal, vielleicht. Ja. Okay. Bleiben da jetzt hängen. Hat aber jetzt keinen großen Schaden gemacht, oder? Ja, die lecken sich da wirklich fest. Aber ich hab nichts, um die zu töten. Nein, gar nichts. Den Geysir könnten wir ausprobieren. Okay. Ah, ja. Also, das ist ein Wettlauf mit den Sachen da hinten zum Holen. Yes, er hat daneben gepackt. Jetzt habe ich es, oder? So, jetzt habe ich es. Raus hier! Müssten wir es jetzt theoretisch haben. Hey, Noch du! sprechen? Nee. Also, zurück zu Pyroka. Ja, da lang. Also, wie gesagt, die Dämonen sind brutal. Sind saustark in diesem Spiel. So. Okay, vielleicht muss ich die Sachen jetzt erst lesen, was ich da habe. Irgendwie ein verstaubtes Buch. Okay. Da war doch noch eine Tafel, oder? Also irgendwas anderes war das noch. War das Brief nicht, Befehle nicht? Da. Lampe bringt Licht in die Gefilde. Super. Was habe ich da jetzt noch bekommen? Außer das Buch. Ich dachte, es da jetzt eigentlich nicht. Oh, was habe ich denn? Oder waren das? Warte mal. Da. Aha. Okay. Seekarte nach Irdorath. Ich weiß, wo die Hallen von Edora zu finden sind. Der Tempel befindet sich auf einer Insel. Ich habe eine Seekarte gefunden, die mir den Weg zeigt. Das ist großartig. Dann wirst du ein Schiff und eine Crew brauchen, um dem Feind die Stirn zu bieten. Aber bedenke, dass du dafür gut gerüstet sein musst, wenn der Sieg über den Meister von Irdorath gelingen soll. Wo kann ich eine Crew finden? Deine Mannschaft sollte aus Männern deines Vertrauens bestehen. Rede mit deinen Freunden. Und beachte dabei, dass sie dir von Nutzen sind, wenn du auf der Insel bist. Du wirst auch einen Magier brauchen.
Nur leider kann ich hier im Kloster keinen Mann entbehren. Du wirst einen Magier fragen müssen, der seinen Dienst nicht hier im Kloster verrichtet. Jorgen ist ein erfahrener Seemann. Er könnte mir helfen, zur Insel von Irdorath zu kommen. So einfach wird das nicht gehen, fürchte ich. Er hat sich verpflichtet, für die Bruderschaft zu arbeiten. Er hat weder den Tribut entrichtet, noch ein Schaf ins Kloster gebracht. Jorgen muss erst seine Arbeiten verrichten. Dann könntest du ihn mitnehmen. Wie lange wird das dauern? Er hat die Vorräte aufgebraucht, die einer der Novizen in 3 ganzen Wochen verbraucht hätte. Und das gleich am ersten Tag. Also, vor 3 Monaten harter Arbeit in unseren Gärten werde ich ihn nicht entlassen. Was kann ich tun, um Jorgen jetzt mitnehmen zu können? In der Tat gäbe es eine Sache, die du für mich erledigen könntest. Dein gutes Verhältnis zu Xardas könnte dir dabei helfen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in seinem Turm in den letzten Tagen recht seltsame Dinge vor sich gehen. Viele Einwohner der Stadt hören des Nachts laute Schreie von dort und seltsame Lichter tanzen über seinem Turm. Als ob wir nicht schon genug am Hals hätten. Sieh nach, was da vor sich geht und sorge dafür, dass es aufhört. Dann kannst du Jorgen haben. Okay. Jorgen wird da etwas schwieriger zu bekommen sein. Fragen wir erstmal Milton. Ich weiß doch gar nicht, wie viele Leute Hey, da braucht. Ich habe gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Was hast du herausgefunden? Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt hält. Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Hast du schon mit Diego darüber gesprochen? Ich denke, er wird dich begleiten wollen. Und vergiss Lester nicht. Wenn du ihn nicht aus seinem Tal herausholst, wird er dann noch vergammeln. Meine Rolle dabei kenne ich auch schon. Ich kann dein Mana steigern und im Runenbau behilflich sein, wenn wir gegen den Feind antreten. Wann geht's los? Willkommen an Bord. Wir treffen uns am besten am Hafen. Warte dort auf mich. Gut. Wenn du soweit bist, werde ich dort sein. Wo soll ich nach einem Kapitän suchen? Frag doch mal Jorgen. Der ist doch Seemann. Er müsste eigentlich noch im Kloster sein. Wenn er dir allerdings nicht weiterhelfen kann, wirst du auf den Bauernhöfen oder in der Stadt nach jemandem suchen müssen, der ein Schiff steuern kann. Sprich am besten mal mit Lee oder geh zum Hafen von Corinnes. Was Besseres fällt mir im Moment nicht ein. Ich kann dich doch nicht mitnehmen. Nein, also Milton brauchen wir. Ist ja sowieso ein treuer Begleiter, ne? Genau das habe ich auch gesagt. Ich könnte dir vielleicht einen Job als Kapitän anbieten. Du willst mich doch wohl nicht verkohlen, mein Junge. Also wenn das wahr ist, dann bin ich doch sofort dabei. Es gibt da nur ein kleines Problem. Ich habe den Novizen hier die halbe Vorratskammer weggefressen. Sind ganz schön sauer, die Jungs. Glaube nicht, dass mich der oberste Magier hier einfach wieder so gehen lässt. Ich muss erst meine Zeche bei Pyrokar abarbeiten. Tut mir leid. Von mir erfährt keiner was. Ja, da weiß ich natürlich, was ich tun muss. Man erzählt sich ja so einiges. Zu Xardas Turm. Gehen wir erstmal in die Hafenstadt, okay? Gehen wir erstmal in die Hafenstadt und sprechen mal mit Laris, wenn das geht. Hey. Hast du Lust, diese Insel zu verlassen? Nichts lieber als das. Was hast du vor? Ich habe herausgefunden, wo der Anführer der Drachen sich aufhält. Er ist auf einer Insel, nicht weit von hier. Ich habe vor, ihm endgültig den Garaus zu machen. Klingt nach einem Heidenspaß. Wenn du mich brauchen kannst, bin ich dabei. Brauchst du auf deiner Reise noch einen Lehrer für Geschicklichkeit oder Kampf mit der Einhandwaffe? Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wir treffen uns alle am Schiff. Ein Mann der Taten. So habe ich's gern. Wir sehen uns. So, perfekto. Dann gehen wir jetzt zum Großbauern. Und gucken mal, dass wir Lee mitnehmen können. Kann ich ihn ja auch mitnehmen? Okay. Also, dann wirklich nur die Großen. Hi, Donkey! Schön, dass du mit dabei bist am Abend heute.
Ich bin jetzt dabei, meine Crew zusammenzustellen für die große Reise im Kampf gegen den Master der Drachen. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. So, checken wir mal Lee ab. Hast du eine Ahnung, wie ich an das Schiff der Paladine komme? Meinst du, dann wäre ich noch hier? Das Ding ist besser bewacht als früher die Erztransporte des alten Lagers. Es muss doch eine Möglichkeit geben, auf das Schiff zu kommen. Klar, draufkommen ist einfach. Aber das ist doch nicht alles. Um das Schiff zu lenken, brauchst du einen Kapitän, eine Mannschaft und so weiter. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Kennst du jemanden, der ein Schiff lenken kann? Soviel ich weiß, ist Torloff früher zur See gefahren. Er kennt sich aus. Wen soll ich als Mannschaft anheuern? Das musst du selbst entscheiden. Aber ich würde nur Leute mitnehmen, denen ich vertraue. Hast du genug Leute, denen du vertraust? Wenn du einen Schmied in deiner Mannschaft brauchst, solltest du Bennett fragen. Er ist sicherlich der Beste, den du je finden wirst. Ja, cool, dass du fertig geworden bist. Welche Stufe hattest du eigentlich am Ende von dem Game? Weil ich brauche eigentlich noch so ein paar. Würdest du mit aufs Schiff kommen? Machst du Witze? Natürlich wäre ich dabei. Ich habe auf dem Festland noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Außerdem könnte ich dich im Kampf mit der Ein- und der Zweihandwaffe unterweisen. Ich könnte also von großem Nutzen für dich sein. So, du kommst auch mit. Dann pack deine Sachen. Was denn? Jetzt sofort? Ja. Ich habe vor, hier zu verschwinden. Und wenn du mitkommen willst, komm zum Hafen. Wir treffen uns am Schiff. Ich habe schon so lange auf diesen Moment gewartet. Ich werde dort sein. So, 38, da muss ich mal eben gucken. Ich bin auf 32 erst. Also, da fehlt noch einiges. Ach ja, Donkey, wo du jetzt gerade dabei bist. Mit was tötet man Dämonen? Ich weiß, dass der super, super schwer ist zu besiegen, der Dämon hier in dem Spiel. Und auch super stark ist, wie wir wissen, ne? Aber mit was zum Henker killst du den? Du bist Seemann? Hast du das auch endlich geschnallt? Ja, verdammt nochmal, ich bin Seemann, warum fragst du? Ich könnte deine Fähigkeiten gebrauchen. Ich muss zu einer Insel. Zu einer Insel? Du hast doch nicht mal ein Schiff, geschweige denn eine Mannschaft, um es zu führen. Nee, mein Junge. Wenn du meine Dienste als Kapitän und Stärkelehrer in Anspruch nehmen willst, dann musst du mir erstmal beweisen, dass du weißt, wovon du da redest. Außerdem habe ich gerade ganz andere Sorgen. Die Paladine ziehen nicht wie erwartet aus der Stadt ab. Es müsste schon etwas Gravierendes passieren, das sie veranlasst, das Feld zu räumen. Geh in die Burg im Minental. Klau der Torwache den Schlüssel für das Haupttor und öffne es. Den Rest werden die Orks besorgen. Okay, also hier muss ich ein Gemetzel veranstalten mit Torloff. Ja, ich habe auch gelesen, von wegen Armbrust soll ganz gut sein. Ja, oder Unwetter als Zauberer. Aber ich bezweifle das so ein bisschen. Ich habe schon probiert. Hey, du. Ich habe fast keine Wirkung auf die. Ich muss zu einer Insel. Ich könnte einen Schmied gebrauchen. Und da hast du an mich gedacht? Ja, was sagst du? Dann wärst du auf jeden Fall weg von hier. Besser als Onashof. Junge, selbst die Hölle kann nicht so schlimm sein. Ich bin dabei. Sei mein Schmied. Wir sehen uns am Hafen. Alles klar, bis nachher. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. So, also, er geht auch hin, genau wie Lee. So, dann werden wir zu Xardas Turm. Nein, erst nochmal zur Hafenstadt. Der Hafenstadt ruhen wir uns erstmal aus. Also Hafenstadt glaube ich, dass ich da jetzt keinen mehr mitnehmen muss oder kann. Batras sowieso nicht. Dafür habe ich ja jetzt den Milton mit. So, hat der hier noch ein paar Äpfel? Müsste eigentlich fast.
Zeig mir deine Ware. Ja. Oh, nicht genug Geld. Ja, nicht genug Geld. Aber was wir mal probieren können, ich habe ja hier diese, hier, heiliger Pfeil und Böses vernichten. Habe ich ja gekauft. Und ich kann ja fast gar nichts entfernen. Stahlpaket weg damit. Einfach, ja. Geht schon. So. Also der hat pro Kapitel immer weitere 5 Äpfel da. Ja, und mit ihm hier müsste ich auch noch was machen. Da brauche ich aber richtig Kohle noch für. Aber die weiß ich jetzt gerade nicht, wo ich die herholen soll. So. Jetzt geht's zu Sardas. Ich habe mir hier noch die Drachen zu verkaufen, ne? Ein Zombie von der Klaue Belias. Ja. Ja. Frage ist, wo hole ich die her? Ich habe herausgefunden, wo sich der Feind versteckt. Frag mich nicht wieso, aber ich spüre, dass ich dich begleiten sollte. Wie meinst du das? Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass ich die Antworten nur erfahre, wenn ich dich begleite. Dann komm mit und hol dir deine Antworten. Wir treffen uns am Hafen. Wenn ich soweit bin, werde ich dorthin kommen. Beeil dich, unsere Zeit ist knapp. Gut. Ja. Ich glaube, ich nehme Jorgen mit anstatt für Torloff. Ja, also. Skelette weiß ich immer nicht. Vielleicht Goblin-Skelette. Mana kosten 20. Weil die kosten auch schon 60. Ja, ich weiß. Das ist ja der Nachteil dabei jetzt. Gucken wir einfach mal rein. Einer. Okay. Darf ich mal kurz? 2. Okay. Also, es sind 2. Es sind 2. Verstärke 110. Wie viel habe ich da? 108. Das sind schon mal ein paar Äpfel. Vielleicht steigert das ja noch mal einen Punkt. Nein. Natürlich nicht. Ja. Okay, muss ich mal schauen, wie ich jetzt mit denen fertig werde. Sagen 8. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Leute. So, nur der da. Alter. Oh, Jesus.
Ja. Okay. Zweite Runde. Habe ich den Skelett sauber weggepackt, aus Versehen wieder. Aber es hat, glaube ich, schon geholfen. Okay, let's go. Auf ein, zwei, drittes. Yes, einer ist weg. Also einer ist schon mal tot. Das ist immerhin schon mal was. Schauen wir mal kurz rein. Wenn ich jetzt wieder sterben werde. Okay, für den brauche ich auch noch ein paar Skelette. Nee, ich muss das ja unbedingt säubern wegen den Feuermagiern. Also ich kriege dann den Jorgen als Kapitän für mein Schiff. Deswegen muss ich die hier raus holen. Quasi. Okay, aber ist eh wurscht. So, ich werde die alle umhauen jetzt hier. So. Ist jetzt auch Geschichte, da gebe ich den Brief und Siegel. Komm schon.
Okay. Ja. Das war wohl nix. Ja, okay, die Frage ist auch, wo kriege ich denn das Buch her, ne? Also ich weiß überhaupt nicht, wo das ist, wo sich das befindet. Mann, wieso hat er das schon wieder abgewählt? Let's go. Nächster Versuch. Hallo. Das ist guter Rhythmus und da leckt sich das so fest. Das ist gar nicht mal so blöd. Mann, ey. Das gibt's nicht. Wieso der nicht verreckt? Wieder rein da. Da ist er tot. Fallen die auch noch in ihre Bestandteile, die anderen? So, ab den nächsten. Ja. What? Machst du das nicht? Wo sind die, ey? Was soll das? Oh nee, oder? Die hängen jetzt da unten alle rum hier, oder? Na, erst rein. Oh, Trottel. Beim Dämon was zu holen, yo. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu plündern. Weiß, ich will aber an den Dämon ran da. So. Nichts, da ist nichts zu holen. Oh, warte mal. Ach so, das habe ich schon längst.
Das Buch von Xardas habe ich schon längst. Ich muss diesen scheiß Turm hier säubern. Von den ganzen Monstern. Da ist nichts zu holen. Mal auf Laden gehen. Die Würstchen hier sollen jetzt hinter mir her. Ich habe nur einer, zwei. Vielleicht außenrum gehen. Nächstes zerfallen. Auf geht's, ab in den Krieg hier. Junge, verbrauche ich Mana. Naja. Es sind noch mehr. Haben die überhaupt Schaden? Nicht wirklich. Oh, nicht wirklich, Leute. Meine Güte. Weißt du was? Ich mach das jetzt einfach nochmal mit Sprinttrank. So. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie kommen. So. Gibt's hier irgendwas für mich? Nee, da hängt eine Harpyr immer noch. Mal nach oben hier. Ganz nach oben. Und ich hier. Ah, da ist der Dämonenlord. Kann ich die jetzt verbessern, die Klaue? Wächter erschaffen. Schrei der Toten. Der soll, glaube ich, gut sein. So, jetzt warte mal ab. Ich hab gehört, irgendwas vom Schrei der Toten habe ich gehört. Ah, Mana kosten 250. Was ist denn das für eine Scheiße? Okay. Was passiert, wenn ich jetzt einen Wächter erschaffen mache?
Wächter erschaffen. 60, ja, wahrscheinlich ist das gleiche, oder? Muss ich erstmal anklinken, natürlich, oder? Habe ich das schon? Ne, habe ich schon. Mal gucken, ob das besser ist. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Okay, dann probieren wir den Zombie aus. Kann ja jetzt auch nicht mehr schaden, ne? Irgendwas, irgendwie soll es ja gehen. So. Okay, Zombie. Oh, 80. Oh, der sieht aber schon stark aus, das muss ich sagen. Gespannt. Ja. Greift ihr den jetzt an oder was? Geht doch, rein da. Naja, ich würde sagen, vielleicht geht's über Eisblock. Oder. Nee, warte mal. Doch, Eisblock, oder? Okay, Moment. Da habe ich durchaus einen Plan. So, machen wir nochmal auf Laden. So, also, ich habe jetzt durchaus einen Plan. Ich bleibe aber nach wie vor bei Skeletten. Hier habe ich meinen Schwerter. Kombinieren das jetzt ein bisschen. So. Also. Also und Belias Zorn bringt gar nichts, das muss ich mal sagen. Also Belias Zorn ist grottenschlecht dagegen. So, jetzt machen wir das ganz gekonnt nach alter Schule hier.
Also, wir nehmen. Genau. Okay, Lady. Dann hinter den Eisblock. Fünf Skelette. Oder vielleicht sechs. Oh, sechs raus. Nein, nee, doch. Doch fünf. Machen wir doch fünf raus. Nee, ich hab... mal Freund. Hier, töten. Lass mich raus hier. Ist zu stark. So, wie viel Schaden? Gar nichts. Gar nichts. Verdammte Scheiße. Ja, genau. Ich habe so eine Abneigung gerade gegen diese Viecher, weißt du das? Ja. Aber richtig schlimm gerade. So, jetzt bitte. Gibt's doch nicht. Wieso? Hä? Ich fasse es einfach nicht. Okay, jetzt greifen wir zu harten Mitteln. Probieren wir das da unten aus. Bei dem. Ja. Ja. So. Okay, was hat er jetzt an Schaden? Ja. Okay, er leckt fest. Vielleicht habe ich eine Chance.
Okay, gut, dass er festleckt. Bitte leck weiter rum. Oh, das sieht gut aus. Aber der heilige Pfeil, der hat gut Schaden gemacht. Hau drauf da. Zähl auf dich. Ich glaub es nicht. Mein Gott, das gibt's nicht. Einer weniger. Einer. So, wo ist der zweite? Da. So, bitte leck dich da fest. Scheiße. Der leckt sich da bestimmt nicht fest. Okay. Noch eine Idee wäre jetzt neben dem heiligen Pfeil das Böse vernichten. Das hat aber... Also das kostet richtig was, ne? Kann man hier drin eigentlich den Feuerregen machen? Würde mich auch mal interessieren. Hallo. Ja. Geht. Das geht und zwar sogar sehr gut. Feuerregen geht hier drin. Unglaublich. Oder muss ich den zweimal direkt hintereinander ausführen? Könnte sein. Wow. Okay, also es geht nur ein Zauber gegen die. Ein Zauber und das ist der Feuerregen. Aber der klappt wirklich ganz beeindruckend. Stand Xardas dort immer, da kann man doch immer EP sammeln, oder? Oder nicht? Oder war es der andere? Also, wir nehmen Feuerregen. Da habe ich jetzt aber nichts mehr von. Meine ich. Oh, Feuerregen ist mir ausgegangen. Ja. Der Feuerball, der braucht 160 für 300 Schaden. Okay, wir werden uns irgendwoher noch da ist nicht so etwas besorgen müssen, nämlich aus der City, aus der Hafenstadt. Oder? Ich bin ja blöd, wieso Hafen? Oder ja doch. Hafenstadt Zuriss. Und nur noch der Dämonenlord ist oben. Das heißt, wir haben insgesamt fünf Dämonen hier. Aber geh mir bitte weg mit Dämonenbeschwörer. Nada. Keine Chance. Dann brauche ich noch Geld für ihn hier.
Genau, oder Gorax. Also Zugis oder Gorax, die haben hier, die hatten Geschütze für die Viecher. Zeig mir deine Ware. Feuersturm, nix. Nee, also ich muss zu Gorax ins Kloster. Hoffen, dass er noch was im Start hat. Das ist doch alles nur Gerede. Und bitte, bitte, bitte lass es den Feuerregen noch zweimal sein. Ich brauche ein paar Dinge. Eiswelle, also ich könnte einfrieren, ne? Was? Dämon könnte auch noch Sinn und Zweck sein. Davon habe ich aber noch zwei. Dann probieren wir es nochmal bei Iskarot. Ja, das lässt sich aber wieder schnell generieren. Verkaufe ich einfach jetzt das, was ich überhaupt nicht mehr brauche. Aber ja, ich bin pleite. Man kann aber natürlich wieder auf die Jagd gehen, ne? Schönen Trophäen. Dauert zwar ein bisschen, sammelt man aber nochmal schön EP dabei. Ich meine, ich bin ja erst auf Stufe 32, hallo? Wenn du da auf Stufe 38 bist, was? Da habe ich was verpasst, muss ich sagen. Da fehlt mir was. Hey, du. Zeig mir deine Ware. Aber du hast bestimmt noch als Schmied gemacht, oder? Ja, den großen Feuersturm. Ich würde fast über den Dämon gehen, oder? Also er hat jetzt auch kein Feuerregen mehr. Nee. Möge Innos allzeit über dich wachen. Durchaus wäre Kronos noch eine Alternative, wa? Mach ich aber nicht. So, es geht wieder zurück zu Xardas. Weil wir da heute noch nicht lange genug waren, ne? So. Da sind wir wieder. Ja, oben gibt es halt noch den Dämonenlord. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob meine normalen Dämonen es gegen ihn aufnehmen können. Meine 2 gegen 1, ne? So. Gucken wir mal, ob das so klappt. Sind sie denn da? Auch nur benötigtes Mana 5. Und, hä? Ja. Hallo. Dein Ernst? Ich glaub's nicht. Der hat den da runtergehauen. Da drin, oder?
Plätzchen? Wo ist der hin? Wollen wir es glatt hier? Wo ist denn jetzt der? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Nochmal aufladen. Ja, dann kaufe ich mir wieder einen neu. Ich habe den noch gar nicht platt gemacht, den Dämonenlord. Der ist einfach nicht mehr da. Der ist nicht mehr da. Ich bin auch froh. Spart Mana. Spart alles. Energie, Mana. Dann gehen wir ins Kloster, oder? Wir beten einmal für uns. Kloster. Auch dass nie wieder ein Dämon mir im Weg steht. Auch nicht in Teil 3 dann, okay? Stets in Innos Namen. So, das habe ich im Grunde dann den ganzen Turm gereinigt. Irgendwie. Die Sache mit Xardas Turm hat sich erledigt. Was war denn da los? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Wenn du Jorgen immer noch willst, dann nimm ihn mit auf deine Reise. Möge Innos dich beschützen. Ja, ich weiß, dass es da die Dämonen auch gibt. Aber ich meine, die sind nicht so OP wie hier. Also hier ist es ja einfach richtig krass. So, kann ihn jetzt mitnehmen, was ich auch erstmal machen werde. Meine Meinung kennst du ja schon. Aber ich hoffe, genau, ich hoffe, zum Drachen ist keiner mehr. Die Sache mit deiner Zeche habe ich geregelt. Du bist frei. Wirklich? Wie hast du das angestellt? Das willst du nicht wissen. Na schön, soll mir auch egal sein. Besten Dank nochmal. Was ist mit deinem Angebot? Kann ich noch bei dir anheuern? Ich hab was anderes gehört. Sei mein Kapitän. Ich fühle mich geehrt, aber hast du denn überhaupt schon ein Schiff und eine Mannschaft? Ich sag mal, 5 Mann sollten es schon sein. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Warte im Hafen auf mich. Aye, aye, Sir. Ich erzähl dir doch nichts Neues. So. Glaub, jetzt hat sich zwar eine Quest erledigt, ne? Nee, hat sich noch nicht erledigt. Genau, man braucht ein Schiff, jo. Ein Ding. Jetzt geht's... Hatte ich doch gerade was im Kopf. Das liegt doch auf der Hand. Von mir hat ja keiner was. Was noch mal in Hintal oder so, wegen Torloff-Sache? Keine Lust drauf. Gehen wir erstmal in die Hafenstadt und sagen Diego Bescheid. Na bitte, geht doch. Den Zorn Belias lasse ich jetzt in der Stadt hier los. Ich bin ganz deiner Meinung. Das hat er auch noch anheuern? Warte mal. Nee. Ich muss ja ins obere Viertel, da hockt ja jetzt der Diego. Nun gut, aber wie gesagt, was ist mit Gorn? Gorn ist tot. Warum hört er eigentlich? Aber einer der Hauptcharaktere in Teil 3. Das weiß doch inzwischen jeder. Die Probleme habe ich kaum. Ich werde Korinnes verlassen. Kluge Entscheidung. Ich wünschte, ich könnte mit. Die Stadt hat sich zu sehr verändert. Die Zeit des schnellen Goldes ist vorbei. Ich könnte dich im Bogenschießen, Schlösser knacken und Geschicklichkeit unterrichten. Außerdem kannst du sicher einen guten Dieb gebrauchen. Komm doch mit. Wir werden uns am Hafen versammeln. Ah, du hast recht. Korinnes ist ein Loch. Ich werde mit dir gehen. Warte einen Augenblick. Ich bin sofort fertig.
Was macht der jetzt noch? Wenn er mir jetzt eine mega Waffe holt, bin ich zufrieden. Oh, er holt seine Rüstung. Ich bin bereit. Wir sehen uns am Schiff. Ja, ich glaube, dann hätte ich 5 Leute am Start, ne? Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Glaube ich zumindest. Das habe ich schon immer gesagt. Ich brauche ein Schiff, ja. Gucken wir doch mal am Hafen jetzt. Wird sich das jemals ändern? Ach so, nee, habe ich noch nicht. Warte mal, muss ich mir irgendwie da oben holen, oder? Das darfst du keinem erzählen. Wo hast du das denn schon wieder her? Oder ich muss erst mit den Hanseln da unten sprechen. Mir geht es besser. Oder woher bekomme ich das Schreiben? Er hat auf die falschen Leute gehört. Hier? Nö. Wahrscheinlich muss ich jetzt erst mit den Leuten da sprechen, dann nochmal mit Lord Hagen. Oh, warte mal. Das ist ja was Offizielles, genau, wie du schon sagst wahrscheinlich. Aber ich denke mal, der wird mir das nicht geben ohne Einverständnis von Lord Hagen oder so. Wie sieht's aus? Habe ich dir nicht klar gemacht? Nun, nicht. Dann hast du mich jetzt... Ja, also das hat sich erledigt. Wird wohl nicht gehen. Als Feuermagier muss ich mir wahrscheinlich einfach klauen, ne? Sprechen wir erstmal mit den Leuten da unten jetzt. Gucken, wie viel ich gesammelt habe. Schade, dass Gorn da irgendwie nicht mitkommt. Naja, er hat sein Leben gelassen in der Minenkolonie. Das war doch klar. Ich hätte das anders gemacht. Die Probleme haben. Ach, erzähl mir nicht sowas. Sag mir nicht, du hast das. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Glaubst du wirklich daran? Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ich werde mich da nicht sowas nicht erlauben. Ich habe was anderes gehört. Ach, erzähl mir nicht so. Ja, okay, das ist natürlich dann wieder eine andere Sache, wenn du denn als Söldner deinen Haupttätigkeiten als, ja, Söldner-Betrüger, sag ich mal in Ausrufzeichen, deinem Hauptberuf nachgehst, ne? Als Feuermagier heißt es wahrscheinlich, du musst eine Fackel aus ihm machen. Okay, wie viel haben wir denn jetzt? Ich glaube, das sieht gut aus. Ist das dein Ernst? Sehe ich da hinten? Boah, nee, das ist Lee. Ja, guck mal. Das ist doch nichts Neues. Nee, Jürgen. Bist du bereit, mich zur Insel überzusetzen? Aber klar doch. Her mit der Karte. Gut, dann hoch die Segel und nichts wie weg hier. Überprüf vorher nochmal deine Ausrüstung. Wenn wir erstmal auf See sind, gibt es keinen Weg mehr zurück. Wenn du das gemacht hast, dann leg dich erstmal schlafen. In der Kapitänskajüte steht ein Bett für dich bereit. Gute Nacht. Okay. Was sollte ich jetzt noch machen? Zumindest mal ein paar Tierchen töten, kurz. Wenn wir zum Großbauern. Ich habe da so eine kleine Idee, was wir machen. Wir werden nämlich jetzt einmal Monster-Schrumpfen einsetzen. Ja.
So, Monster schrumpfen 105 Mana, okay. So. Nee, auf. So. Jetzt will ich den Troll da hinten töten. Ah, das ist auch noch ein Suchender. Aber der Troll geht vor. Ja. Trollhauer. Da ist nichts zu holen. Nein, jetzt bräuchte ich nochmal Monster schrumpfen da hinten. Aber das ist mir jetzt egal. Ah, gut zu wissen. Dann sollte ich mich wahrscheinlich eindecken noch mit dem Dingensdorf. Warte mal, jetzt mache ich nochmal Eisblock hier. 6. Da noch einen, also den Suchort einfrieren. Da ist er. Er macht nichts. Weg. So, nochmal. Jetzt da. Oh ja, da bin ich. Hallo. Wie wir es kennen, ne? So einfach verhaut man einen Suchenden. So, und ab zur Hafenstadt. Mir wieder ein paar Sachen verkaufen, ein bisschen Geld machen. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Also, dann brauche ich da wahrscheinlich nochmal ein Monster schrumpfen, ne? Und für den Feuerdrachen, wie habe ich denn jetzt den Feuerdrachen besiegt? Scheiße. Wie war das nochmal? Den dritten. Also ich bin ja eigentlich, pass auf, eigentlich bin ich ja noch dran mit Starfield. Starfield wird aber sowieso noch dauern, ne? Stimmt, Feuerdrache mit Dämon, genau, da war das ja. Also, es ist geplant, die ganze Gothic-Reihe zu streamen und momentan hat das, glaube ich, auch Vorrang. Weil ich so ein bisschen was am PC machen muss. Mein PC stützt nämlich bei Starfield immer ab, aufgrund des Arbeitsspeichers. Der haut da ganz schön rein. Hey, du. Und deswegen muss ich das kurz aussetzen, bis ich das ein bisschen aufgerüstet habe. Schlimme Zeiten sind das. Aber wo haben wir denn jetzt Monster? Und es wird noch viel schlimmer. Bei ihm nicht mehr, ne? Nee. Das ist mal wieder typisch. Wirklich? Das ist ja interessant. Nee. Ach, jetzt ins Kloster. Der erzähle ich gar nichts mehr. Obwohl ich kann ja hier die ganzen Sachen verkaufen, wa? Zeig mir deine Ware. Das ist schon mal wurscht. Ich habe was anderes gehört. Zum Beispiel Snapperkraut brauche ich nicht, Sumpfkraut auch nicht. Feldknödrig eigentlich auch nicht mehr. Die Rüstung von Raven auch nicht. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. So, was muss ich hier gucken? Also Einhandwaffe, ich würde den hier fast verkaufen, die Ruhe macht. Einfach zu viel. Der kommt weg. Das
ist doch Bolzen und Pfeile kommen weg, auch wenn das Feuerpfeile und magische Bolzen sind. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Er redet einfach zu viel. So, was können wir jetzt hier wegtun? Eigentlich können wir die Zauber wegtun. Blitz. Das ist ja Windfaust bringt nicht viel. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Wasserfaust auch nicht. Verwandlung Warg, Varan. Das ist doch kein Geheimnis. Snapper weg. Feuerwaran behalte ich noch. Wer weiß, was kommt. Unwetter glaube ich nicht, dass ich das einsetzen kann, ne? Wolfruf kann auch weg. Die sind einfach zu schwach. Golem behalte ich. Goblins habe ich so. Dämon behalte ich. Larven kann ich, glaube ich, auch keinen mehr lehnen. Ich habe 16 GB RAM, aber das reicht bei mir auch nicht. Also, ich rüste jetzt komplett auf 64 GB RAM oder vielleicht sogar 128. Also eine komplette Erhöhung. Das ist ja interessant. Eispfeile können auch weg. Die nützen nichts. Weil sie auch. Wer muss die Arbeit ja machen? Ja, schwere Wunden heilen kostet. Nee, Mana, das ist eigentlich wenig. Kleiner Feuersturm kann auch weg. Vergessen. Aber Armee der Finsternis, die behalte ich noch. Ja, das schafft er. Also Grafikkarte habe ich schon die beste drin, die es gibt. Er redet einfach zu viel. Aber es hat andere Ursachen. Das Problem ist, dass der PC dann auch zu heiß wird, ne? Dann schmeißt er mich da immer raus. Da ist Stream einfach unmöglich. Was du nicht sagst. Ich habe was anderes. Ich glaube, den brauche ich eigentlich auch nicht mehr, ne? Was du nicht sagst. Bei einem Apfeltabak? Keine Ahnung. Ach, erzähl mir nicht sowas. Alte Münzen habe ich 116. Das ist ja interessant. Was du nicht sagst. Runen habe ich auch noch 5 Stück, aber. Ja. Also der ganze PC an sich. Also ich kann das nicht definieren. Ich habe es selbst erlebt. Kann ich nicht definieren. Der ist komplett heiß. Alles weiter. Das geht's ab ins Kloster. Was du nicht sagst. Man kann sich das an. Und ich baue mir noch mal eine zusätzliche paar Terabytes ein. Damit mein ganzes Steam auf einem Monitor oder auf einer Platte laufen kann. Das muss ich die nämlich dann aufteilen. Auch nicht so ohne. Ich brauche ein paar Dinge. So. Also, was brauchen wir? Oh, von ihm gar nichts. Mann! Nee, also mit CPU, also die CPU-Auslastung, die ist erstaunlich gering. Ist gar nicht so hoch. Das hätte er doch besser wissen müssen. Das Problem ist wirklich der Arbeitsspeicher, dass der eine Auslastung ab und an, also nicht immer. Aber ab und an hat er eine Auslastung von 100%. Und wenn dieses erreicht ist, sagt mein PC, nee, ich mach jetzt nicht mehr. Muss jetzt auch nicht unbedingt vielleicht zu heiß sein oder so. Zeig mir deine Ware. Aber das ist halt das große Problem. So, was hat er jetzt? Da habe ich halt auch viele Sachen hier in Verkauf, wa? Das gibt's doch ein. Möglich ist alles. Sag mal, kann der mich jetzt eigentlich den 6. Kreis leeren? Oder, also wie gesagt, den 6. Kreis kann ich eigentlich nur durch ihn leeren. Leere mich den 6. Kreis der Magie.
Viel Zeit ist vergangen, seit du den Bund mit dem Feuer eingegangen bist. Viel ist geschehen und wir finden keine Ruhe. Du bist der erwählte Innos. Und als solcher wirst du alle Kraft brauchen, um deine Kämpfe zu bestehen. Ich weihe dich nun, Erwählter. Du trittst in den sechsten Kreis. Mögest du das Licht bringen und die Dunkelheit vertreiben. Die Zauberformel des letzten Kreises kannst du nun von mir lernen, wenn du es wünschst. Ach, eine Sache noch. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich dich wiedererkannt habe. Du hast von mir den Brief bekommen, als wir dich damals in die Barriere geworfen haben. Ja, damit hast du mir das Gefasel des Richters erspart. Und du bist der erwählte Innos. Empfange nun meinen Segen, Erwählter. Innos, das Licht der Sonne und das Feuer der Welt, segne diesen Mann, deinen erwählten Diener. Schenke ihm Mut, Kraft und Weisheit, dem Weg zu folgen, den du ihm bestimmt hast. Jetzt bin ich gespannt, wie teuer die sind. 20. Ah, Monsterschrumpfen 20. Todeswelle 20. Da haben wir den Feuerregen. Feuerregen 20. Todeshauch 20. Todeswelle 20. Dann fehlt mir nur noch. Ja, zwei Stufen nach oben zu gehen. Fuck. Genau, dafür fehlt mir jetzt was. Das ist doch nicht. Kann ich von ihm auch noch was lernen? Ich hätte das anders gemacht. Die hohen Stufen? Nee, nicht. Glaube nicht. Das hätte er doch besser wissen müssen. Nee. Von selbst nur die kleinen Pussy-Dinger. Ja. Werde ich jetzt aber, glaube ich, nicht so lange warten. So, jetzt gehen wir noch mal zu... Ja, hier finde ich eh nichts. Die haben nichts mehr. Wie soll ich dann einen Troll besiegen, wenn ich keine Monster-Schrumpfen-Spruchrolle habe? Meine letzte Hoffnung ist jetzt quasi... Also die ruht auf dem Irdora, Iskarot hier. Naja, nicht ganz. Okay, so, da haben wir noch einen. So, ein Suchender. Ich mache mir jetzt noch platt. Kannst du... Was? Hä? Junge! Ah, okay. Das ist doch nicht normal, ey. Sonst trifft er die immer. Jetzt hat er Probleme. Jetzt aber. Das kann doch nicht wahr sein. Oder? Meine Güte. So. Ah, oh, der hat auch wieder einen Trank der Geschwindigkeit. Und Goldmünzen. O Suchender der Großzügigkeit. Hey. Zeig mir deine Ware. So, jetzt muss ich... Sind die harmlosen Dinger. Aber bei ihm kann ich mich noch eindecken mit den Mana-Essenzen, ne? Jetzt müssen wir tatsächlich doch noch einmal zurück. Über dich wachen.
war, dass wir... Na, will ich hier nochmal Mana, weil ich nicht weiß, ob da noch ein paar Suchen auf dem Weg sind. Wir müssen tatsächlich nach Kronos, also zu Kronos. Wir müssen hier noch einmal besuchen. Auf die andere Seite der Insel. Dann in der Hoffnung, dass Kronos das letzte Puzzlestück quasi hat. Nämlich Monster schrumpfen. Wenn ich, also wenn ich Monster schrumpfen habe, dann bin ich, glaube ich, gut eingedeckt. Ich habe zwei Dämonen, ich habe Monster schrumpfen, Skelette kann ich erschaffen, was weiß ich nicht alles. Oder fehlt mir da irgendwie noch was? Nein, nämlich nicht. Wie gesagt, Kronos ist, was das angeht, meine letzte Hoffnung. So, hier wird auch nichts mehr. Oh doch, da gibt es Skelette und Magier. Ha. Die Härte. Also da muss ich mich dann beeilen, wenn ich dann wieder durch das Portal gehe. Ha? Heiße Kiste doch. So, das Medarion. Kronos müsste ja immer hinten sein. Jordian? Hat's den hin verschlagen? Machen die schon Nickerchen oder was? Satura sitzt davor. Hey, irgendwas Neues. Was werdet ihr nun tun? Wir bleiben hier als... Ja, okay, das kennen wir auch schon. Adanos Mö... Ah, wo ist Kronos? Da? Ah, geht doch. So. Lass uns handeln. In der Hoffnung, dass er was hat. Aber. Dann hat er Feuerballangst. Eislands Eiswelle. Das sieht nicht gut aus. Der hat auch kein Monster schrumpfen. Dann dürfte es wahrscheinlich extrem schwer sein gegen den Troll. Nein, ich friere den natürlich ein, ne? Oder ich nehme Dämon mit. Mal zwei mit. Da haben wir noch Feuersturm. So. Okay, kann ich noch irgendwas verkaufen? Wein brauchen wir nicht mehr, auch wenn das ein bisschen Mana gibt. Wacholder auch nicht mehr. Dann wir machen die Crew besoffen. Vielleicht auch immer nett. Bier verkaufen wir. Rum ist, ja. Keine Worte. Ja, Feldknöterich. Kann keinen Trank brauen. Verkaufen wir jetzt alle. So. Das heilige Licht habe ich auch noch nie gemacht. Kommt weg.
Ja, im Grunde Feuerwaran kann ich auch verkaufen. Ja, werde ich auch nichts machen. Da habe ich schon alles weg eigentlich. Schatzkarte kann auch weg. Der Bauer kann weg. Orenes kann weg. Nektarius. Mintal kann auch weg. Der Karten verkauft. Skelette brauchen wir auch nicht mehr hier. Fackel, Apfeltabak kommt weg. Geweihtes Wasser kann jetzt auch weg. Marien, ja, einen behalte ich mal. Ich glaube, eine schwarze Perle brauche ich im Grunde noch mal. Andere Sachen können aber weg. Runstein behalte ich auch noch mal. So, dann hätte ich noch Platz. Also, so, jetzt hole ich mir mal, bis ich an 1000 Münzen ran bin. So. Eine Fackel noch. So, jetzt habe ich genau 1000. So, also Monster schrumpfen kann ich jetzt auch nicht, aber vielleicht, wie gesagt, komme ich mit den Dämonen ja auch noch gegen den Troll an. So, jetzt muss ich wieder zurück. Einfach laufen, in der Hoffnung, dass die mich da nicht bemerkt haben. So. Weil seitdem ich jetzt eigentlich wieder da bin, ist das Land überflutet von Skeletten. Ja, aber ich meine, ein Dämon reicht ja gegen einen Drachen, ne? Also wenn du sagst, es ist noch ein Feuerdrache und es ist natürlich unser Drachenmaster, der untote Drache. Gibt es nämlich noch. So. Jetzt, ich kann ja, ihr lauf. Wahrscheinlich mit dem Laufen genauso weit, als wenn ich jetzt nochmal da unten in die Stadt gehe. Wichtig ist mir der Weg, also nicht wie ich gegen die Drachen bestehe, sondern wichtig ist mir der Weg im Grunde, wie ich zu den Drachen hinkomme, was mir da noch im Weg steht. Das ist im Grunde viel wichtiger. Jetzt hole ich mir halt die Erfahrungspunkte nochmal ab bei dem einen Freak hier. Der macht für uns dann nämlich die letzte Weissagung. Allerdings weiß er nicht, wie teuer das ist. Das darfst du keinem erzählen. Kannst du mir eine Weissagung geben? Ja, die Zeit ist vorangeschritten und ich werde dir für ein paar Münzen eine Weissagung geben. Wie viel willst du? Ehrlich? Für bescheidene 1000 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Ja, genau, 1000. Habe ich gewusst. Erzähl mir von der Zukunft. Gut. Sohn des Wissens, ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Jojo, mach mal. Dunkelheit zieht über das Land. Das Böse wird triumphieren. Der König wird den Krieg gegen die Orks verlieren. Du wirst zurückkehren. Aber du wirst keine Ruhe finden. Das ist doch alles nur Gerede. Das war alles. Mehr kann ich nicht sehen. Toll. Das ist ja interessant. Möglich ist alles. Ist das wirklich? Kannst du mir noch eine Weissagung geben? O Sohn der geheimnisvollen Zukunft, es ist mir nicht möglich, den Schleier der Zeit zu lüften. Erst wenn die Zeit mir ein weiteres Zeichen schenkt, kann ich wieder für dich sehen. Ist doch nichts Neues. Okay, jetzt legen wir uns hin. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass.
Ja, da bin ich mal gespannt, was da auf Irdorat nochmal alles so auf mich wartet. Also mit Echsenmenschen habe ich auch gerechnet. Und tote Orks. Ja, okay, da kann ich ja untote Vernichten benutzen. Aber der Nachteil ist, wenn ich das benutze, hier, sind 100 Mana Kosten, also 100 Mana weg, ne? Zwei Lernpunkte wäre noch schön, dass ich 120 Mana hätte. Dann könnte ich da sogar die Gegner einfrieren. Aber okay, gehen wir mal runter zum Schiff. Ja, ich glaube, wir sind ganz gut ausgestattet, ne? Mana-Tränke haben wir jetzt 82. Ich hoffe, dass ich ein paar mehr finde. Ich weiß nicht, ob das mit den Heiltränken passt. Könnte reichen. Könnte. Erst mal gucken, ob ich bei Martin nochmal was Überschüssiges verkaufe. Ich glaube nicht, dass ich da was habe. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Er hat nämlich die Mega-Dinger, ne? Große Wundheilung, böses Vertreiben, mittlere Wundheilung und ein heiliges Licht noch. Ich kann das nicht glauben. Ja. Stärke werde ich... Was ist halt sinnvoll? Inquisitor, Bastardschwert, ich würde fast den wegpacken. Eine noch behalten. Keine große Sache. War genauso wie du sagst. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ja. Ich werde mich da nicht einmischen. Groß und Ganzen sind wir dann bereit, ne? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das hätte er auch selbst. Ich könnte dir Sachen erzählen. War genauso wie du sagst. Ja, die Armee der Finsternis kann ich leider nicht machen, aber da bin ich mal gespannt, was das für einen Effekt hat, wenn ich die einsetze. Da freue ich mich drauf, weil die Armee der Finsternis ist, glaube ich, der mächtigste Zauber, den man im gesamten Spiel lernen kann. Was aber natürlich auch nicht schlecht ist, ist Todeshauch oder Todeswelle. Wären auch nobel gewesen, aber ich habe mir die Stufen verkackt. Wie bist du 5 Stufen höher gekommen, Mann? Ich gehe da als totale Graupe gehe ich in den finalen Kampf rein. Da kann ich ja jetzt die ganze Insel nur abschlachten, oder? Okay. Naja, auf jeden Fall. Es kann jetzt losgehen, hä? Wo ist denn der Jorgen? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ja, das hier? Nee, der Laris ist das. Müsste oben beim Dingert sein. Da ist er. Ah, da ist er. Wenn wir die Sache erledigt haben, wirst du mir das Schiff wieder übergeben. Klar? Den habe ich ja ganz vergessen, dass wir den auch noch mitnehmen. Okay. Was jetzt? Ach so. Ich soll mich ja einfach hinlegen, hat er, glaube ich, gesagt. Dann geht's nämlich los. Ich bin gespannt. Du hast geschlafen und bin ausgeruht. Ja. Wo sind wir jetzt? Ich glaube, wir sind nicht weit gekommen. kann ich... Hier. Hallo. Wie los?
Ach, ich muss in die Kajüte. Warte mal, die war da auch oben, ne? Ach, da ist es. Okay. Dann verbringen wir nochmal 2 Nächte hier insgesamt. Ah, deswegen, die ist offen. Hey, guck, was wir da haben. Noch ein Erzbrocken. Bücherkommode? Gesetz der Insel, ja. Oh nein, wir sind schon aufgebrochen. Okay. Und man kann mal eine Sequenz sehen. Yeah. So, okay, wir sind angekommen, wa? Irdorath, die Hallen von Irdorath. Das hätte ich dir vorher sagen können. Okay, wir machen das nochmal so, dass ich jetzt einen anderen Speicherstand, nämlich den Zweier, benutze. Weil ich ja nie weiß, was noch kommt und vielleicht versaue ich es ja komplett. Welche Waffen kannst du mir verkaufen? Nur die besten, das weißt du doch. Ich bin noch nicht stark genug. Obwohl, ja, also ich kann mich stärker machen. Ja. Ich will stärker werden. Ein starker Arm wird in Zeiten wie diesen gebraucht. 3 LP und das passt. Also, mache ich erstmal die Stärke mit diesen 3 LP. Und nochmal. So, perfekt. Das ist doch gut aufgegangen. Dann können wir nämlich jetzt das hier anlegen. Das edle Bastardschwert. Und das macht nochmal 20 Schaden mehr. Und ist natürlich länger und größer und breiter. Gut. Hätten wir das schon mal. Dann fehlen mir jetzt nur noch 2 Mana-Punkte. Das heißt, eine Stufe muss ich aufsteigen. Nicht, das hast du nicht gesagt. Da muss man auch mal zuhören. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Da sind wir. Diese Insel ist doch nicht so weit von Korinis entfernt, wie ich angenommen hatte. Mir ist sie nicht bekannt gewesen. Aber jetzt wird mir natürlich einiges klar. Ich hatte mich schon immer gefragt, wie die Orks so schnell ihren Nachschub organisieren konnten. Mit diesem Vorposten ist es ja auch kein Kunststück. Wenn du ins Innere der Insel vordringst, wirst du wahrscheinlich auf die eine oder andere Falle stoßen. Wenn du irgendwo nicht weiter weißt, dann komm zu mir. Vielleicht kann dir meine Erfahrung weiterhelfen. Ich werde mich da nicht einmischen. Ich brauche deinen Rat. Komm erst zu mir, wenn du ein Problem hast, das ich mit meiner Erfahrung lösen kann. Okay. Bin ich mal gespannt, wie das wieder 1 und 1 zusammenpasst. Irgendwann muss das ja so kommen. Es war genauso wie du sagst. Möglich ist alles. Genau das habe ich auch gesagt. Hast du mir etwas zu sagen? Im Moment nichts. Vielleicht später. Das hätte ich dir vorher sagen können. Wir können nur abwarten. Wie in alten Zeiten. Du sagst es. Ich bin ja mal gespannt, ob es diesmal klappt. Was? Dass du deinen Hintern retten kannst, bevor wieder die ganze Höhle über dich hereinbricht. Das hätte ich dir vorher sagen können. Hast du ein paar Tränke übrig? Solange der Vorrat reicht. Das sind doch alles nur Gerüchte. Kann ich auch nur kaufen. Oh, der hat noch eine Drachenwurzel. Das hätte er doch besser wissen müssen. Aber ich kann Kronstöcke. Meine
Meinung will ja nicht beide. 1000! Ach, Mann! Junge! Aber was natürlich wichtiger ist, ist Mana. Der hat sogar noch einen Runenstein übrig. Ja, okay. Aber diese Doppelaxt, die kann auch jetzt auch weg. Den Hammer behalten wir noch, falls noch ein Steingolem irgendwo ist. Wirkung unbekannt, schwarzes Erz, keine Ahnung. Genau das habe ich auch gesagt. Überhaupt kein blassen Schimmer, was jetzt. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Rohstahl kann ich auch verkaufen, ich kann damit nichts anfangen. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Ich wäre mir da nicht so sicher. Glaubst du wirklich? Ja, Aquamarin jetzt auch weg. Erzbrocken weg, und die Laborflaschen können auch weg. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Das höre ich zum ersten Mal. Welchen Rat kannst du mir geben? Es ehrt mich sehr, dass du gerade mich um Rat fragst. Mich beschäftigt schon die ganze Zeit nur eine Sache. Hast du das Auge Innos mitgebracht? Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Natürlich. Tut mir leid, dass ich so dumme Fragen stelle. Bin ein bisschen nervös. Super. Okay. Genauso wie du sagst. So, dann sprechen wir oben nochmal mit Lee und mit Jorgen. Mit dem anderen auch noch. Hey, du. Welche Aufgabe willst du übernehmen? Jemand muss auf das Schiff achten. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass es bei deiner Rückkehr auch noch da ist. Wie geht's meinem Schiff? Mach dir keine Sorgen. Ich habe hier alles im Griff. Könnte allerdings einen starken Kämpfer gebrauchen. Hey, du. Alles im Griff? Klar doch. Wenn uns die ganzen Ungetüme hier in Ruhe lassen. Jo, alles klar. Ich bin noch ein bisschen drinne hier. Alles gut überstanden? Behandle mich nicht wie einen Idioten. Erledige, was du erledigen musst, und dann übergibst du mir das Schiff. Trainiere mich. Desto schneller sind wir hier wieder weg. Bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Der hat Einhand, Zweihand und Armbrust. Also ein richtig schöner Paladin. Okay, also. Die Hallen von Erdorad. Ja, mal gucken, was ich da für... Da hinten sind Farane noch. Aber jetzt muss ich erstmal vorne die Orks und die Warke wegräumen. Mal kurz gucken, dass ich da meine Kugelblitze auch habe. Genau, auf 5. Ne, der Blitzschlag, pardon. Der erste. Diese Viecher, ne? So, wir trinken hier. So, selektiert er die jetzt nicht. Oh, das ist... Deswegen selektiert er nichts. Ich habe den falschen Zauber an der Hand, natürlich. Fünfer.
auch einiges. Diese Elite-Dinger, ne? Das ist verrückt. Okay, gut, der ist gut. Dann holen wir uns den jetzt da oben ran. Der könnte eigentlich... Kommt da. Genau, der könnte mich angreifen. Was ab? Keine kritische Pflege. Naja. Magier halt, ne? Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. So, da haben wir Feuerwarane. Ich aber relativ einfach, glaube ich, auch kaputt. Leichte Heilen, Zähne und Fackeln. Perfekt. Wir springen hier und jetzt Varane ausnehmen, denn die haben nämlich eine Flammenzunge. Da ist nichts zu holen. Oh, den Wark hatte ich gerade. Ist wurscht. Hier. Vielleicht selektieren wir ja so noch ein paar Gegner. Schamane. Fuck. Da hinten ist ein Liter. Hängt auch ein Schamane. Mal gucken.
Bleibt nichts anderes übrig, als voll drauf zu hauen bei dem. Also ich werde hier en masse Tränke gebrauchen, ne? Also. Wie gesagt, Mark, ein Schamane. So. War kein Problem mehr. Mal gucken, schnell den Schamanen töte. Hier. So, hab dich. Also der Schamane ist auch schon mal platt. Mit da hinten aber noch den Ork Elite, ne? Der zieht natürlich ordentlich was. Komm her, dein erster Werk. Vielleicht können wir dann so auch was sparen. Gerade rechtzeitig. Ja, keinen kritischen Schaden. Gibt's doch nicht. Jetzt zum ersten Mal.
Wow, ich habe den Elite bezwungen. Und das im Nahkampf. Kannst du ja keinem erzählen heute. Der haut mich. Nichts zu holen. Nichts zu holen, yep. Stark bin ich denn auf einmal, ha? Huh? Und noch mehr Elite-Einheiten. Ja. Und ob nur der eine dann kommt, wenn ich ihn erwische. Jetzt geht er gerade weg. Da muss ich im Moment warten, dass ich den da rausziehe, ne? Der zu nah dran steht. Und jetzt müsste... Also, ihn habe ich rausgelockt jetzt. Oh, da kommt noch einer. Ja, das ist... Auch wieder ein Ortskrieger. Jetzt haben wir hinten noch die Elite-Krieger. Beide. Verdammt, aufladen. Den habe ich nämlich daneben gesetzt. Einer. Perfekt. Also ich muss sagen, das läuft gerade noch optimal. Und dann noch. Gut, jetzt hat er mich gesehen. Passt schon. Oh.
Yep, okay. Den habe ich natürlich ein bisschen, ja, so toll angegangen jetzt. Geht noch besser. So, schwerer rausgenommen. Rein. Okay, dann füllen wir doch jetzt mal unsere Nahrung auf noch ein bisschen. Fischsuppe. Laufleder können wir auch. Ja, hier Goblin-Dingens, das kann ich jetzt auch eigentlich essen. Dann pfeifen die ganzen Heilkräuter hier erstmal. Also ich habe jetzt gar nicht mal so viel Mana hier verbraucht für die restlichen Orks. So. Schauen wir uns weiter um. Mann hatten wir hier nicht. Sehr gut. Hinten dran liegt was. Pudlerfleisch. Gut. Also, dies haben wir jetzt vor der Höhle erst oder vor den Hallen gesäubert. Was? Oder welche? Das ist normaler? Hallo? Was? Waffe alleine? Nein. Tschüss! Einer kommt noch. Oh, ne, hauen wir immer ganz gut. Ach komm jetzt doch. Sammeln wir später ein. So. Der ist tot. Ich hab nichts mehr gesehen. Ah, okay. Tiere laufen.
schnell. Aber der verschwindet. Was soll das immer? Hallo. Es gibt so jetzt, oder? Laden. Okay, einen brauche er noch. Einmal muss ich draufhalten. So, zwei habe ich noch gelockt. Einen noch. Ah, das ist er. So. Also einen rausgelockt, der schon halb kaputt war. Dann fehlen da noch die zwei Elite. Ja. Habe ich das eigentlich für Quest? Ah, okay. Die suchen dann immer noch. Dann die Herren von Nirdorath und dann meine Mannschaft. Jetzt holen wir erstmal den Wart darauf. Das sind sogar zwei. Toll. Ich werd gegessen. Ich werde gegessen. Zum Frühstück. Zum Frühstück von Varge. Weiter Wark jetzt weg. Laufen. Schamane ist gleich kaputt. So. Und Münze, alles erledigt. Gut. Wieder auffüllen. Am besten wieder zweimal.
Und auch noch die Elite da drinnen, ne? Da drinnen. Normaler Krieger drinnen. Ach, der ist tot. Scheiße. Ah, das war etwas zu früh. Drei Stück sind. Wieso geht das nicht? Es kann doch nicht sein. Die blitzen alle von denen ab. So, hallo. So, jetzt aber noch mal, oder? Ja. Okay. Vielleicht schaffe ich die ja zum Schiff zu locken. Los, weiter. Da ist nur einer. Das ist dann gut. Sind da oben nur noch wenige drin. Zwei Stück noch. Zwei Stück dieser einen Halle. War das gut, dass ich einen so splitten konnte? Muss ich das bei den anderen zwei auch noch machen? Yep, komm her. Sind immer noch drei. Oder waren es vier? Und noch ein Schamane. Junge. Okay, komm, wir sind gleich beim Schiff. Orks kommen, meine Freunde.
Das ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Schon wieder eins von diesen Biestern. Einer leckt da unten fest. Ein Mist viel weniger. Jetzt bin ich eingezwickt. Kogel ist tot. Ich bin auch tot. Das gibt's nicht. Ich hatte die unten. Scheiße. Okay. Ah, laufen. Das ist nur einer wieder. Das ist gut. Habe ich den auch gesplittet da rausgeholt? Mal kommen alle, mal kommt nur einer. Das ist gut. Oh Mann, oh Mann. Hier schön weiter, echt. Drei müssten noch drin sein. Zwei Elite und ein Schamane. Ohne Wark. Das war natürlich jetzt kein Problem. Die anderen Elite-Dinger. Voll. Ja, da kommen sie. Also, da hinten ist der Troll. Oh, beide kommen sie noch. Gut, nur noch einer.
So. Sehr schön. So, diese Höhle säubern wir nochmal. Dass wir dann morgen da weitermachen können. Dieser Vorhalle. Das heißt, wir haben noch ein Elite und einen Schaman plus den Troll. So, der blöde Schamane ist da auch noch. Glaube ich nur noch einer, ne? Ja. Perfekt. Wir haben noch ein Elite dann da drin. Weil der steht ein bisschen beschissen. Dann. Aber was lernen wir jetzt? Ich kann Elite-Orks bezwingen. Was? Goldener Ring sogar. Wow. Er macht uns reich. Er macht uns reich. Naja, leider kriegen wir immer nur einen Bruchteil von dem, was er wirklich bringt. Rechts. Ach, drauf feuern. Dem mehr Schaden. Sehr gut. Den Schaman haben wir jetzt auch aus dem Weg geräumt. Jetzt haben wir da hinten noch ein Elite. Zwei. Zwei! Wieder zwei. Nur einer verfolgt mich, das ist wieder gut, oder? Ja. Einer verfolgt mich wieder nur. Yeah.
So. Wieder ein goldener Ring. Warte mal, vielleicht kann ich ja dann gleich mal den Dingens fragen. Irgendein Schiff wegen dem Troll. Ne? Vielleicht hat ja einer so eine Gratis-Spruchrolle für mich. Ein Ork jetzt noch. Ja. Nur noch einer. Gut. Orkisches Kriegsschwert. Wie viel sind die eigentlich wert? 30. Also da werde ich auch überhaupt nicht viel kriegen. Von daher mal schauen. Jetzt werde ich mal eben hier speichern. Mal oben links gucken, ob da was ist. Drachenwurzel. Aha. Hallo. Okay, tschüss. So, irgendwas ist passiert. Jetzt laufe ich einfach nur um mein Leben. So, einfach nur um mein Leben laufe. So, irgendwas. Irgendwas. So, ich habe nämlich meine Mannschaft. Geht doch eher weniger. Halle von Irdorath. So, vielleicht kann ich jetzt einfach nochmal in meiner Mannschaft fragen. Weil da oben waren auf jeden Fall jetzt eine Menge Orks. Oh nein, no, oder. Oder ich wollte doch nur zum Schiff zurück, ihr Maledeiten. Ja. Schließ mir das Wege für das Schiff.
Super. Okay, dann kann ich nochmal viele Sachen umtauschen. Ich hoffe, jetzt kommt da keiner mehr. Na doch. Ja. Unten steht noch einer und kratzt sie am Arsch. Ja. Ich hab vergessen, wie hart das hier ist auf Irdorat. Das ist nämlich eine echt harte Nuss. Eine vermaledeite Insel. Gott! Nodo! Nada! Nix zu kriegen hier unten! Alles gut überstanden, oder? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Hat den da oben auch getötet? Ich glaube schon. Ja. Hey, du. Oh. Wollte ich nicht. Da ist nichts zu holen. So, dann kann ich mal mit meinen Leuten sprechen. Hey, ja. Du. Wie geht's meinem Schiff? Alles in Ordnung. Die elenden Orks sollen ruhig wiederkommen. Dann kriegen sie ihre nächste Abreibung. Irgendwo eine Info herkriegt noch. Lass uns her. Mich fragt ja keiner. Ich brauche deinen Rat. Ah. Komm erst zu mir, wenn du ein Problem hast, das ich mit meiner Erfahrung lösen kann. Ach ja, es wäre besser, wenn du nicht alles, was hier rumkriecht, aufs Schiff lockst. Der Angriff der Orks war hoffentlich das Letzte, was ich hier abwehren musste. Ich brauche deinen Rat. Komm erst zu mir, wenn du ein Problem... Okay, also, er erkennt das immer noch nicht als Problem, na, Harris? Wie sieht's aus? Jetzt kann er nicht leidig ein bisschen. Die Orks kommen bestimmt nochmal wieder. Ja, mit Sicherheit. Sowas. Hey, du! Ich glaube nicht, dass ich da was ändere. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Hast du ein paar Tränke übrig? Ach Mist. Solange der Vorrat reicht. Ja, okay, dann tauschen wir erstmal um, was ich habe. Das hier, das Kriegsschwert da. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Das hat er da vorher gewusst. Ich hätte das nicht gemacht. Wir können nur abwarten. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Ich habe da meine eigene Meinung. Naja, hätte durchaus schon noch etwas mehr sein können. Hören. Halt die Tränke auch besorgen, alle. Das ist doch nichts Neues. Das hat er doch vorher gewusst. Das heißt, wir haben wieder aufgestockt auf 89. Das ist schon mal in etwa. Glaubst du wirklich? Das höre ich zum ersten Mal. Ich habe mir keinen Rat oder wie was. Geht da noch was? Ich will meine magischen Fähigkeiten verbessern. Ich helfe dir, aber nur unter der Bedingung, dass du dafür sorgst, dass die Orks bleiben, wo sie sind. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Naja. Oh je, das ist nun wirklich nicht mein Spezialgebiet. Aber wir kriegen das schon hin. Genauso wie du sagst. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ja, wie gesagt, also der hätte sogar die Möglichkeit für die Armee der Finsternis.
Das hätte ich dir vorher sagen können. Aber das wäre geil, das wäre nobel. Warum hört er nicht keiner auf mich? Weil ich glaube, so viel Mana habe ich gar nicht. Mich fragt ja keiner. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ich frag mich jetzt auch, wieso. Hey, ist Bennett? Hier. Hier, nimm den Heiltrank. Wir brauchen ihn. Meine Meinung kennst du ja schon. Alles gut überstanden? Die Orks haben wirklich Mut, sich mir entgegenzustellen. Sie sollten es eigentlich besser wissen, einen Paladin der königlichen Garde herauszufordern. Ja, okay. Dann würde ich mal einfach sagen, wir hauen uns jetzt aufs Ohr, oder? Vielleicht können wir noch mal kurz mit Lester ein Läuschen halten. Hey, alles nur Gerüchte. Hast du mir etwas zu sagen? Im Moment nichts. Vielleicht später. Hey. Man erzählt sich ja so einiges. Hat er eigentlich auch Zaubersprüche? Hast du ein paar Tränke übrig? Solange der Vorrat reicht. Wie gesagt, so ist Monsterstrumpf wäre nice, aber hat er nicht. Habe ich hier zum Beispiel Drachenwurzelstücke? Muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Das habe ich aber auch da oben jetzt gefunden. Ich habe da meine eigene Meinung. In der Höhle. Da gehen wir jetzt nochmal hin und dann beenden wir das Video für heute. Also es war jetzt sehr, sehr langatmig. Wir haben Xanas Turm. War so der Schlüssel, dass wir Chorgrim bekommen haben. Und jetzt sind wir halt bei den Hallen von Irdorath. Also wir müssen hier reinkommen. Was sich... Also schwerer gestaltet durch diverse Monster vor der Höhle. Oder natürlich in der Höhle. Wir haben jetzt auch den Troll da, ne? Aber irgendwas müsste eigentlich beim Schiff gewesen sein, was ich machen muss. Aber dazu kommt es dann morgen. Also, ich bedanke mich für euer Zuschauen und denkt dran, gerne ein Follower, Abo und Like da zu lassen. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal.